Guten Tag, liebe Eltern. Das kleine Einmaleins taucht immer wieder auf. Nicht nur beim schriftlichen Multiplizieren oder Dividieren, sondern auch beim Bruchrechnen, in Textaufgaben und sogar in der Geometrie. In diesem Video stelle ich Ihnen schrittweise eine Methode vor, wie Ihr Kind ohne Anstrengung das Einmaleins auswendig lernen kann, in nur 3 bis 5 Minuten am Tag. Sali Abner. Hallo Romeo. Wenn ich dich so anschaue, habe ich das Gefühl, dass dein Tigerherz schon kräftig schlägt. Ja genau, ich habe mein Tiger-T-Shirt angezogen und fühle mich stark. Dann legen wir gleich los. Ja. Wir haben schon sehr viele Reihen zusammen geübt und heute nehmen wir die 8. Reihe dran. Wir schauen zuerst, welche 8er Aufgaben du schon sehr gut kannst und welche noch nicht. Okay. Und du brauchst dich nicht anzustrengen. Wenn du eine Aufgabe nicht weißt, dann schreiben wir sie auf ein Kärtchen und üben die dann. Okay. Gut. Wie viel gibt 1 mal 8? 8. 10 mal 8? 80. Super, das sitzt. Wie viel gibt 2 mal 8? 16. Gut. 6 mal 8? Beobachten Sie Ihr Kind. Okay. Muss es bei einer Rechnung überlegen, ist dies ein Hinweis auf anstrengende und insgesamt unnötige Umwege im Gehirn. Schreiben Sie diese Aufgabe auf ein Kärtchen. Bist du bereit? Ja. 9 mal 8? Nicht anstrengen. 72. Genau. Gib 9 mal 8? 72. Sehr gut. 9 mal 8? 72. Super. Gib 5 mal 8? 40. Sehr gut. 9 mal 8, wie viel gibt das wieder? 72. Sehr gut. Wie viel gibt 6 mal 8? Nicht anstrengen. 48. Jawohl. 6 mal 8? 48. 6 mal 8? 48. Gut. Aufgepasst, ich lege dich jetzt rein. 5 mal 8? 40. Gut. Wie viel gibt 6 mal 8? 72. 6 mal 8? 48. Kein Problem. 9 mal 8? 72. Genau. Wie viel gibt 6 mal 8? Schau es an. 48. Gut. Die hirngerechte Methode nach Dr. Armin Born ist einfach. Üben Sie nicht mehr als 3 Kärtchen pro Tag. Verändern Sie dabei die Position und die Reihenfolge der Kärtchen immer wieder. Üben Sie in den nächsten Tagen diese 3 Aufgaben. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das ständige Wiederholen gerade in den ersten Lerntagen das Automatisieren leichter macht. Ideal wären 2 bis 3 kurze Lerneinheiten am Tag. Sobald die Aufgaben an einem bestimmten Tag ohne Überlegen gelöst werden können, nehmen Sie 3 neue Rechnungen. Haben Sie weniger als 3 Aufgaben, nehmen Sie einfach bereits eingeübte Kärtchen hinzu. Vergessen Sie nicht, die schon gelernten Kärtchen vor jeder Übung jeweils zu wiederholen. Sobald die gesamte Reihe eingeübt ist, sollten Sie diese einige Tage durchmischt abfragen, bis sie hundertprozentig sitzt. Hierfür können Sie einen 10er-Würfel verwenden, den Sie selber basteln können. Unter diesem Link finden Sie eine kostenlose Druckvorlage. Natürlich sind solche Würfel auch im Handel erhältlich. 3 mal 8? 24. Sehr gut, Abner. Weiter. 10 mal 8? 80. 5 mal 8? 40. Genau. 2 mal 8? 16. 6 mal 8? 48. Gut, ja, richtig. 10 mal 8? 80. 1 mal 8? 8. Bedenken Sie, vergessen ist leicht, dauerhaft behalten jedoch schwer. Wiederholen Sie deshalb fortlaufend die gelernten Reihen 1 mal pro Woche, wenn möglich über einen längeren Zeitraum. Auch hier ganz spielerisch und einfach mit 2 Zehnerwürfeln. Überkleben Sie dabei die noch nicht geübten Zahlenreihen und ersetzen Sie sie mit den bereits geübten Zahlen. Und los geht's. 4 mal 4. 16. 3 mal 5. 15. Gut. 6 mal 6. 36. 2 mal 7. 14. Liebe Eltern, bleiben Sie dran. Und Ihr Kind verschafft sich viele Vorteile, auch im Alltag. Vergessen Sie nicht, die Bemühungen Ihres Kindes zu loben. Nach der Übung können Sie mit Ihrem Kind etwas basteln. Das stärkt die Beziehung, die so wichtig fürs Lernen ist. Wow, cool.